herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüse-Kiosk. Thema heute: Gartenrundgang und Gartenarbeiten im September. Wir möchten euch zeigen, wie es im neuen und auch im alten Garten im Moment ausschaut und was es so zu tun gibt. Im Intro vorhin habt ihr es schon gesehen, wir haben uns ein bisschen Maschinenunterstützung dazu holen müssen, damit das Ganze überhaupt realisierbar wird. Ihr seht, ich stehe vor einem riesengroßen Feld, für mich zumindest gefühlt. Das ist an der Länge 40 Meter und an der kurzen Seite 8 bis 10 Meter groß. Das hat mein Mann angelegt, denn wir sind ja neugierig und können nicht stillhalten. Wir wollen wissen, was kommt auf uns zu. Deswegen ist das unser Testacker, könnte man sagen, ein Experimenteacker. Wir wollen mal wissen, was passiert. Hier ist einiges schon ausgesät und was das im Detail ist, das erzähle ich euch jetzt. Dieses Beet hier, dieser Acker, der ist jetzt wirklich nur als Experiment- oder Testbeet gedacht. Denn hier an dieser Stelle träume ich davon, dass hier mal Pferde rumlaufen, dass Gewächshäuser gebaut werden können. Und jetzt ist es unser Neugierdebeet. Kommen hier Wühlmäuse hoch, kommen hier Maulwürfe hoch oder die Rehe vorbei. Hier auf meiner rechten, auf eurer linken Seite, haben wir auf 12 mal 10 Meter schon Spinat ausgesät. Da hinten stehen noch die restlichen Endivien-Jungpflanzen. Und naja, der Tag ist ja nicht unendlich lang. Irgendwann geht die Sonne unter. Und wir haben uns erst gedacht, naja, das sehen wir alles mit der Hand aus, haben dann aber schnell festgestellt, dass das bei den Größen nicht mehr die Lösung sein kann. Es gibt ja Handgeräte, also so Drill- oder Dibbelmaschinen, Gerätschaften, die einen da unterstützen. Und wir haben Glück gehabt, so eine konnten wir noch erstehen. Die hat das Ganze dann etwas erleichtert. Die muss man dann je nach Saatgut einstellen. Das funktioniert auch, da gewöhnt man sich dran. Aber bei den Größen lohnt sich das alle Male. Denn auf dieser Seite geht es ja weiter mit den Reihen. Wir haben hier noch mehr ausgesät. Dabei sind Radieschen, Mizuna, Winterkresse, Feldsalat, Asiasalat und eine Gründüngung ist auch noch ausgesät. Also eine Menge an Winter- und Herbstgemüse, um jetzt zu schauen, wie wächst es denn hier. Und dann ist da noch das Thema Wasser. Wenn ich ausgesät habe, muss ich natürlich schauen, dass meine Saat möglichst feucht bleibt, damit sie gut auflaufen kann. In den ersten Tagen müssen wir da auf jeden Fall einen Blick drauf haben, aber anschließend können wir das eigentlich so nicht mehr leisten. Deswegen werden wir so ein bisschen das Beet sich selbst dann überlassen und dann mal gucken, wie es wächst. Was vielleicht noch interessant ist, diese Fläche hat mein Mann angelegt mit dem Einachser innerhalb von gut 2 Stunden, also schon einer gewissen Zeit. Und auch das Säen, selbst mit der technischen Unterstützung, das hat auch gut 2 Stunden gebraucht. Was will ich damit sagen? Aber bei einer gewissen Größe oder Fläche von Beet braucht es dann einfach schon wirklich technische Unterstützung. Ich bin ganz froh, dass wir die jetzt nutzen können und bin gespannt, wie das hier weiter aussieht. Wenn ihr ein kostenloses Abo bei uns da lasst, dann werdet ihr das in den zukünftigen Videos auch sehen, was hier in Zukunft passiert. Hier an dieser Stelle soll ja gar nicht auf Dauer das große Gemüse wachsen, unser Gemüsegarten, sondern den wollen wir im Hausgarten haben. Der ist auf der anderen Seite, da ist viel passiert. Wie es jetzt aktuell aussieht, schauen wir uns zusammen an. Wow. Ihr Lieben, hier in unserem Hausgarten konnten wir auch die Finger nicht stillhalten und haben schon angefangen. Das heißt, hier haben wir das provisorische Gemüsebeet schon angelegt und hinter mir haben wir von Hand gesät, die Gründüngung. Hier vorne steht jede Menge Kohl und wächst ganz gut, aber das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Bei dem Gemüsebeet, was wir hier angelegt haben, seht ihr phänomenal wachsenden Kohl. Ob es der Grünkohl ist, der Palmkohl oder auch der Rosenkohl, der späte Wirsing, die wachsen so gut, so vital, richtig schön groß geworden. Und wir haben jetzt hier nicht wirklich gedüngt. Da kam ein bisschen Kleedünger mit unter und das war es aber auch. Diese Wiese oder der Bereich hier, der lag ja auch viele Jahre lang brach. Also hier wurde nichts groß angepflanzt. Das könnte ich mir vorstellen, dass er sich sehr gut regeneriert hat, genug Power hat und unser Kohl sich jetzt daran erfreut. In diesem ganzen Gemüsebeet hier, was wir angelegt haben, haben wir eine Stelle, da sind die Kohlpflanzen nicht so optimal gewachsen. Und wir haben schon den ersten Wühlmaus-Schreck hier reingestellt, denn an jeder Ecke finden wir Löcher von der Wühlmaus, Gänge von der Wühlmaus. Also auch wir werden es jetzt in Zukunft mit der Wühlmaus zu tun haben. Wenn ihr gute Tipps habt, gerne in die Kommentare. Wir haben uns auch schon ein bisschen belesen. Das wird eine spannende Geschichte. Aber ansonsten wächst der Kohl hier ganz wunderbar. Und neben dem Kohl stehen auch noch Pflanzen. Direkt neben dem Kohl stehen hier die Winterkartoffeln, also die späten Kartoffeln. Aber vielleicht habt ihr euch auch gefragt,
Warum sind über dem Kohl denn jetzt eigentlich keine Gemüseschutznetze mehr drüber? Normal haben wir das ja, das kennt ihr aus unserem alten Garten. Wir haben das jetzt hier einfach mal weggelassen, um mal zu schauen, wie funktioniert es hier vor Ort ohne. Und außerdem ist es natürlich immer eine Schwierigkeit, wenn man ein Netz drauf hat, kommt natürlich auch kein Nützling rein. Deswegen stehen die jetzt hier versuchsweise ohne Gemüseschutznetz. Das Ergebnis bisher seht ihr ja. Die Kartoffeln wachsen auch ganz prächtig, da bin ich mit zufrieden, das funktioniert gut. Man muss aber dazu sagen, was ihr jetzt nicht seht, sind die ganzen Meldepflanzen, die zwischendurch hier hochgekommen sind. Da waren wir alle, vor allen Dingen die Oma, schon sehr fleißig und haben die rausgenommen. An Melde haben wir hier auf jeden Fall eine Menge. Neben den Kartoffeln ist auch noch ein kleines unscheinbares Beet, schauen wir uns das eben auch noch an. Vielleicht sieht dieser Beetstreifen für euch aus wie ein bisschen Kraut und Rüben. Er ist noch nicht ganz fertig aufgeräumt. Im hinteren Teil waren wir schon, da haben wir die Beikräuter, Unkräuter rausgenommen. Ampfer ist dabei, aber auch zum Beispiel Vogelmiere, also essbares Unkraut. Und die Erdbeeren haben sich ganz gut gemacht, die sind angewachsen. Da möchten wir gerne nächstes Jahr Erdbeeren ernten können. Und wir haben dazwischen noch Radicchio-Jungpflanzen aus dem alten Garten mitgenommen. Mal gucken, wie das funktioniert. Einen Vorteil haben wir hier in dem Hausgarten, der ist eingezäunt, das heißt, die Rehe kommen jetzt hier nicht so einfach rein. Und wenn ich jetzt mal einen großen Schritt mache in die Richtung, seht ihr nicht nur jede Menge Melde, sondern dazwischen, wenn ihr genau hinschauen könnt oder noch Einblendungen reinkommen, dass hier der Buchweizen blüht, die Sonnenblumen sind aufgegangen und ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis wir hier ganz viele gelbe, leuchtende Punkte haben. Und wir haben auch noch ganz viel lila Farbe dabei. Genau, das ist die Phacelia, der Bienenfreund. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das hier summt und brummt, wenn man hier steht. Das ist eine wahre Freude. Jetzt habt ihr einen Eindruck, wie das hier gerade im Garten auf dem Hof aussieht. Ihr habt auch gesehen, was noch an Gartenarbeit hier vor uns liegt, noch ein paar Beikräuter entfernen. Wir werden jetzt als nächstes, und das habe ich euch am Anfang ja erzählt, auch noch in den alten Garten schauen und gucken, was da zu tun ist. Deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg und wir sehen uns gleich im alten Garten. So, nun bin ich im alten Garten angekommen. Inzwischen hat es ja auch Gott sei Dank mal geregnet. Und ich wette, mein Gärtner hat mir sicherlich schon wieder eine To-Do-Zettel-Liste geschrieben, oder? Hast du? Ja, klar. Na, her damit. Was steht für heute an? Kartoffeln ernten, die letzte Tonne. Oh ja. Den Mizuna pflanzen in die Tonne. Radieschen aussehen, auf jeden Fall. Dann werden wir noch das Tomatensaatgut mal zusammen entnehmen. Ich werde ein bisschen was dazu erzählen, denke ich. Und Weißkohl kann noch geerntet werden. Wunderbar. Ich würde sagen, wir starten. Und ich hole mir schon mal ein schönes Erntekörbchen. Ich habe jetzt keine Tasche. Ich muss mir noch eben meine Gartenschürze holen. Und dann legen wir direkt los mit den Kartoffeln. Wo haben wir denn noch? Ah ja, hier. Ist auch die letzte, ne? Ja. Genau, wir haben jetzt hier die letzte Kartoffeltonne, also die letzte Tonne, die noch Kartoffeln jetzt drin hat. Alle anderen sind schon bepflanzt mit Kohl und ja, sie sind gut gewachsen, aber wenn man näher hinschaut, dann sieht man, dass sie ein bisschen zerfressen sind. Das liegt einfach daran, naja, wenn man versucht, auf zwei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, wie wir das gerade machen, dann gibt es halt hier und da ein paar Abzüge, aber ich glaube, so schlimm ist das nicht. Ich sehe hier jede Menge Eisen vor mir stehen, also Brennnessel, die können wir natürlich verwerten, aber jetzt zum Ernten stehen mir die im Weg und hast du Lust, das mit mir zusammen zu machen? Aber gerne, ich helfe dir gerne. Lass uns zusammen buddeln. Okay. Ja. Okay. Soll ich die. Hast du Handschuhe für mich? Mhm. Zusammen knüllen. Und dann essen. Und schmeckt das? Probier doch mal. Nee. Doch, trau dich. Wissen. Trau dich. Nimm's selber in die Hand oder so. Hier, probier. Trau dich. Meine Spaß. Selbst unsere kleine große Gärtnerin isst das. So, ich mache das hier ein bisschen frei. Ja. Die guten Brennnesseln, aber es sind halt wirklich ein bisschen viele. Ja, schlechte Arbeit. Man kann nicht immer alles. Ein bisschen schlafen müssen wir auch. Echt? Oh, ich hätte Socken anziehen sollen. Brennnessel an Fuß ist gut gegen Rheuma und Gicht. Ich weiß, hast du nicht, aber. Weißt du noch die Sorte, die da drin ist? Allianz, glaube ich.
praktisch ist, ja, wenn man jetzt eine Tonne leer hat, daneben brauche ich keine Schubkarre zum Umlagern. Einfach rüber damit. Und irgendwo dazwischen taucht das Gold aus. Boah, ist die schön. Guck mal. Die auch, die sind alle so schön. Die ist so schön groß. Festkochen. Zwischenklemmen. Das passt. Na, egal. Geht auch. Was isst du denn gerne mit Kartoffeln, mein lieber Mann? Alles, ne? Eigentlich. Reibekuchen isst du gerne, Bratkartoffeln isst du gerne. Pommes, alles. Pommes, Suppe, Püree mit Sellerie und ohne. Boah, ist schön Herbst, so eine schöne Kartoffelsuppe, ne? Ja. Auch schon lange nicht mehr gehabt. Und Kartoffel in Kombination mit Kürbis, ne? Vor allen Dingen für die Leute, die nicht so gerne Kürbis essen. Die Kombination mit Kartoffeln natürlich total toll. Ich glaube, da ist nichts mehr. Na? Ja, war schon mal besser, ne? Aber ist okay. Ein paar schöne dabei, ne? So richtig schöne. Bei der Trockenheit. Okay, schaffelst du den Rest um, dass wir gleich Jungpflanzen setzen können? Super, ich bringe die weg. Ja. Kartoffeln aus den Tonnen hier haben wir jetzt abgeerntet. Wir haben noch Kartoffeln in den Beeten. Die Erde ist rübergewandert. Das werden wir jetzt noch auffüllen. Und die müssen wir, glaube ich, auch noch auffüllen, weil wir Radieschen noch aussehen wollten. Dazu müssen wir noch im Erddepot, also wir haben eine Ecke im Garten, wo wir Erde lagern, müssen wir noch ein bisschen Erde holen, das auffüllen und dann kommen die Jungpflanzen rein. Ich hole mal flott eine Schiebkarre, ne? Das steckt im Rosenbusch. Ihr seht mich jetzt hier sozusagen im Urwald, ja auch unser Garten hat Schmuddelecken, wenn man so will. Wir haben hier einfach mehrere größere Pflanzgefäße. Die haben wir mal von der Gärtnerei geschenkt bekommen. Vielen Dank an dich, David. Das war echt super. Denn hier lagern wir Verschiedenes, vor allen Dingen aber auch Erde. Also Erde aus Kübeln. Das kommt bei uns jetzt nicht in die Biotonne, sondern wir lagern das hier. Und bei so Aktionen wie jetzt gerade kann ich mir das wieder nehmen. Und für Aussaaten verwenden wir die Erde auch gerne. Wobei wir schieben die dann noch einmal durch die Dampfschubkarre und dann wird die als Aussaaterde verwendet. Ich ziehe mir jetzt noch mal im Handschuh an. Buddel die Schubkarre voll. Sagt ihr eigentlich Schieb oder Schubkarre? Was ist denn bei euch so gängig? Und wenn sie voll ist, dann gehen wir gleich wieder rüber. Die Brombeere meint das aber ernst mit dem Dschungel. Au! Okay. Gut, dass du dicke Handschuhe an hast. Ja, meine Rosen- bzw. Brennnesselhandschuhe, die sind da schon echt ganz gut. Gummistiefel hätte ich noch anziehen können. Egal. Geht jetzt auch so. Schwupp. Seht ihr das? Staubtrocken. Und dabei hat es hier richtig geschüttet, richtig geregnet. Aber die Erde im Kübel ist einfach staubtrocken. Das heißt, selbst wenn es ordentlich geregnet hat, müssen wir ein Auge auf unsere Kübelpflanzen werfen, ob die genug Wasser haben. So, reicht. Die bleibt hier. Auf geht's. Einmal voll machen, bitte.
mal. Ja, reicht, oder? Reicht? Ja. Okay. Und den Rest in die Tonne. Ja, ich glaube, das schaffe ich nicht, die anzuheben. Soll ich das machen? Ja, mach du das. So, ja, dann. Noch 3 oder 4 Schubkarren? Ich hol die Erde, du holst die Pflanzen? Ja, machen wir so. Machen wir so. Und wir filmen? Wir brauchen einen Kameramann. Ja. Frau. Da ist sie. Einmal Mizuna, bitte. Wasser abkippen. Sag, es hat geregnet, ne? Ebola. Oh, sieht gut aus. Dann nehme ich jetzt. So, hier ist die Erde. Da bist du. Sollen wir die mal zusammen reinkippen? Ja. Machen wir mal. Mit Hauruck? Nee, so an die Seite. Und dann. Oh. Oh, zu zweit geht es leichter. Noch eine? Nee. Meinst du? Das ist ganz gut so. Ja. Radieschen haben ein Problem mit Maden. Und da können wir einfach Netz drüberlegen. Stimmt, das ist natürlich super praktisch. Also Radieschen aussehen, die wachsen dann, Netz drüber, keine Radieschenmaden. Und wir müssen gar nicht so viel Erde schleppen. Aber erstmal pflanzen wir die Mizuna ein. Bist du einverstanden, dass ich das dieses Mal etwas enger pflanze und dafür öfters beernte, so als Baby-Leaf-Variante? Ja, gern. Wenn das dir lieber ist, dann ja. Machst du das. Dann gehe ich in die Kamera, ja? Ja. Wer hat eigentlich gefilmt? Der Gießbett vielleicht? Vielleicht. Ich suche mir jetzt hier die schönsten Jungpflanzen aus. Ich setze 6 Stück rein. Wenn ich das mal gegenüberliegend mache, kriege ich es auch symmetrisch hin. Und eine setze ich in die Mitte. So, welche darf noch mit? Die hier. Die Jungpflanzen sind jetzt ungefähr 3-4 Wochen alt, sehen gut aus. Ihr seht hier noch die Keimblätter und danach kamen so die typischen Mizuna-Blätter. Wenn ich die jetzt einpflanze, setze ich sie nicht tiefer als zu diesem Punkt, also wo diese Verzweigung, das Herz sozusagen, anfängt. Und dann buddel ich die jetzt mal ein. Okay, erste ist drin. Jetzt kommen die nächsten 6. Und wenn ich mich jetzt richtig an meinen To-Do-Zettel erinnere, dann ist gleich noch die Aussaat von den Eiszapfen angesagt. Aber vorher gieße ich hier unseren Mizuna noch an. Der kriegt aber kein Netz drüber, ne? Braucht er nicht. Nein. Guck mal, schräg. Ja, hier muss ich jetzt mehrmals angießen, die Erde nimmt das gar nicht schnell genug auf, ist viel zu trocken. Mach ich gleich nochmal. Ich bringe die Pflanzen weg. Upp. Unseren Mizuna, den Asiasalat, haben wir jetzt eingepflanzt als Jungpflanze. Falls ihr den noch nicht vorgezogen habt, den aber haben möchtet, ist das auch kein Problem. Asiasalate können wir jetzt noch ohne Probleme aussehen und erhalten noch eine gute Ernte.
Jetzt in die zweite Tonne werde ich Eiszapfen aussehen. Alternativ wäre es auch möglich, Radieschen hier auszusehen. Netz kommt da gleich drüber. So sehen unsere Saatguttütchen aus, kennt ihr ja hoffentlich schon. Die Frage kommt öfters mal. Also unser Saatgut bei uns im Kiosk ist grundsätzlich samenfest und biologisch, also nachbaubar. Das heißt, ihr könnt das Saatgut bei euch selber auch weiter verarbeiten bzw. wieder hinterher Saatgut nehmen und wieder aussehen. So, ich gucke jetzt mal, dass ich die Tonne irgendwie ein bisschen plangerecht kriege. Also die Tonne steht schief und ich passe die Erde jetzt an, dass das Wasser nicht so runterläuft. Und dann mache ich das bei den Eiszapfen so, dass ich nicht in Reihen in der Tonne arbeite, sondern das bietet sich ja an. Ich mache Kreise, einen äußeren Kreis, einen inneren Kreis. Kennen wir vom Wald und den Pilzen, ich glaube als Hexenkreise. Das mache ich jetzt hier auch so und dann sehe ich die aus. Also wenn ihr noch auf der Suche seid, was könnt ihr noch aussehen? Ihr findet bei uns auf dem Kanal auch jede Menge Videos zum Thema, was sehe ich in welchem Monat aus. Denn bei uns hier im Garten-Gemüsekiosk ist es wirklich so, jeden Monat passiert was und jeden Monat wird ausgesät. Und es gibt hier eigentlich immer was zu ernten. Außer so März, April wird es manchmal ein bisschen eng und dann haben wir jede Menge eingelagert. Also Selbstversorgung das ganze Jahr über könnt ihr auch. So sieht das aus. Und das verteile ich jetzt hier. Und wenn die später zu eng aufgelaufen sind, dann ziehe ich die raus, die zu eng stehen. Und die werden dann auch direkt gegessen. Entweder auf dem Brot oder im Salat. Hier gibt es immer was Grünes zu futtern. Und natürlich wichtig, das Angießen gleich nicht vergessen. Und wenn wir Saaten haben, ist es natürlich auch wichtig, dass sie feucht gehalten werden, bis sie gekeimt sind. Hier ist richtig Leben im Boden. Hallo kleine Kellerassel, vorsichtig. Oh, jetzt war daneben gefallen. Alles wieder auf seinen Platz hier. So, der Rest kommt wieder in die Tüte. Die mache ich jetzt zu. Wir haben ungefähr ja, 1 cm Saattiefe. Bisschen andrücken und dann wird natürlich auch angegossen. So, die Eiszapfen, Radieschen sind jetzt drin. Ich gucke jetzt mal auf unseren Zettel, also meinen schlauen Zettel, meinen Arbeitszettel. Haben wir. Tomatensaatgut ernten, eins meiner absoluten Hobbys. Aber du, bevor wir das jetzt gleich machen, hast du Lust auf eine kleine Pause, mein lieber Gärtner? Gerne, ja. Ich würde sagen, ich entsafte gleich mal was. Und hier nochmal vorher Wassermarsch. Wie hat dir der Saft geschmeckt? Sehr gut. Ich liebe deine Säfte, Jen. Ich finde diese Komposition, diese Zusammenstellung auch wirklich köstlich. Die Anteile kann man natürlich variieren, aber gerade bei Kindern ist diese Zusammenstellung sehr beliebt. Zumindest ist das unsere Erfahrung. Der nächste Punkt auf unserer Liste, auf meiner Liste, ist die Saatgutentnahme bei Tomaten. Ich habe mir jetzt hier eine im Gewächshaus rausgenommen, die wirklich schön gewachsen ist, die groß ist, die meinem Ziel entspricht. Kompakt, groß, Geschmackstest mache ich gleich. Die Pflanze sieht auch soweit okay aus. Von der werden wir jetzt zusammen Saatgut entnehmen. Ich schneide die jetzt erstmal auf.
gucken uns die mal an. Wir haben letztens einen Short auf YouTube veröffentlicht und da habe ich gezeigt, wie ich das Saatgut in ein Glas mit Wasser gepackt habe. Und da kamen viele Kommentare, wo es ein bisschen ja, die Frage aufgeworfen hat, warum mache ich das? Das hat verschiedene Gründe. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin in einem anderen Garten und ich habe eine tolle samenfeste Tomatensorte kennengelernt, möchte das Saatgut mitnehmen, dann habe ich normalerweise kein Gläschen dabei. Dann nehme ich natürlich auch einen Küchenkrepp, streiche das drauf, das trocknet, das funktioniert. Und im Hobbybereich und im kleinen Bereich reicht das natürlich soweit auch aus. Aber wenn ich jetzt ein bisschen mehr Saatgut nehmen möchte, und ich muss zugeben, ich habe mir diese Methode dann auch einfach angewöhnt, dann entnehme ich das Saatgut, das zeige ich euch gleich, packe das ins Wasser, ins Glas und die ganze Gelate, also dieses, was um das Saatgut drum ist, das löst sich mit der Zeit. 2-3 Tage bleibt das in dem Wasserglas, fermentiert. Ich mache das noch nicht ganz feste zu, sondern so, dass noch ein bisschen Luft entweichen kann. Und dann schäumt es auch so ein bisschen. Anschließend gieße ich das Ganze ab durch ein Teesieb und spüle das nochmal nach. Und dann wird es auf dem Teller getrocknet. Die Keimfähigkeit soll erhöht werden, Krankheitskeime sollen reduziert werden und zum Portionieren ist das auch viel, viel einfacher. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Glas, da ist der ganze Prozess schon ja, vonstatten gegangen. Und das lässt sich jetzt hier viel, viel einfacher portionieren, gerade wenn es ein bisschen mehr von der Menge ist. Ich fange jetzt mal an, aber vorher probiere ich die Tomate, ob sie denn auch überhaupt so schmeckt, wie ich mir das vorstelle. Ja, das tut sie, wunderbar. Ich nehme jetzt das Tuch für meine Finger und meinen Mund. Und jetzt heißt es Saatgut rausfummeln. Ich zerschneide die dann Stück für Stück bei der Tomate hier. Nehme mir ein Glas. Ist eine wunderbare Tätigkeit. Manchmal reicht es auch einfach, einen Stiel zu nehmen und die aus diesen Taschen, die jetzt hier bei der Cleota typisch sind, rauszunehmen. Die hat nicht so viel Saatgut, diese Sorte. Aber wenn ihr jetzt kleinere Tomaten, kleinfruchtigere nehmt, dann ist da natürlich viel, 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 viel mehr drin. Falls ihr dieses Gepiepe hier immer hört, nebenan ist eine Baustelle. Ich habe gelernt, dass Baustellenfahrzeuge das Piepen machen, wenn sie rückwärts fahren. Ich glaube, unser Nachbar Handwerker fährt gerade viel rückwärts. So ist das in der Stadt. Mir macht das unheimlich viel Freude, muss ich zugeben. Ich mache es erst einmal fest zu, dann schüttel ich es, ist aber glaube ich nur Gewohnheit. Dann mache ich es locker zu und stelle es einfach in die Küche aufs Regal. Wichtig ist bei der ganzen Geschichte, beschriften. Gerade wenn man mehrere gleichzeitig da stehen hat, sonst ärgert man sich hinterher, weil die Arbeit war dann umsonst. Oder man hat Überraschungstomaten. Und so kannst du ganz einfach Saatgut von deiner Tomate nehmen. Jetzt kommt dieses Gläschen hier für 2 bis 3 Tage auf die Fensterbank in der Küche, wo es warm ist. Dann kann es gut fermentieren. Anschließend gieße ich das Ganze, was in dem Gläschen ist, durch ein Teesieb, spüle es nochmal durch. Und die Samenkörner kommen dann auf einen Teller, also eine geschlossene Oberfläche, trocknen an der Luft. Und wenn sie durchgetrocknet sind, Beschriftung nicht vergessen, kann ich sie einfach ablösen und dann beschriftet in Saatguttütchen packen. Wenn ich jetzt etwas mehr Samen genommen habe, dann mache ich im Winter auch nochmal eine Keimprobe. In der Regel ist die immer sehr, sehr gut, aber sicherheitshalber mache ich das ja im Winter, wenn man da viel Zeit für hat, immer noch ganz gerne. Mit dem Saatgut sind wir jetzt soweit fertig und ich hoffe, wir konnten alle Fragen klären dazu. Ansonsten schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich schaue jetzt nochmal auf unseren Arbeitszettel. Wir haben ja schon eine Menge gemacht. Ein Punkt fehlt noch, hat mein Mann auch geschrieben. Weißkohl ernten. Darf ich den wieder fermentieren oder hast du was anderes damit vor? Nee, Sauerkraut ist schon schön. Okay, dann packe ich das auf die Fensterbank, hole mir Werkzeug und wir sehen uns gleich im Acker. So, der Weißkohl dieses Jahr ist wirklich richtig schön gewachsen. Ich suche mir jetzt den größten aus. Da ist auch ein großer. Ja, ich nehme den hier. Geht nicht. So rum geht nicht, aber so rum. Meine Güte, es hat ein Oschi. Hallo Schnecke.
Dieser Kohlkorb ist sehr, sehr schwer. Ich denke, innen ist er sehr kompakt. Ich freue mich, ihn zu fermentieren. Allerdings hätte ich ihn, glaube ich, auch ein bisschen eher ernten können. Ich muss ihn noch ein bisschen schälen. Die Blätter außenrum, die ich nicht möchte, dann, die bekommen die Hühner. Und was ihr noch bekommt, ist ein paar Impressionen aus dem Garten. Wir hatten ein paar Highlights dieses Jahr oder haben sie auch noch. Und insgesamt kann man sagen, das Gartenjahr bisher war sehr erntereich, war unheimlich trocken. Und trotz der Trockenheit ist die Ernte hier ganz gut ausgefallen, würde ich sagen. Ob das jetzt hier Freilandtomaten, Sellerie, Mangold oder eben jetzt auch Beete, wo dicke Bohnen drin stehen oder Winterporree. Ach, ich erzähle mal nicht so viel. Mein Gärtner hat ein paar schöne Aufnahmen für euch und ich mache mal den Kohlkopf sauber. Ich habe ihn jetzt sauber geputzt und ist immer noch genug da. Das reicht mir absolut aus. Sieht sehr köstlich aus, muss ich sagen. Ich gucke jetzt auf den Zettel, ob ich nichts vergessen habe. Ich glaube aber, wir haben alles erledigt. Haben wir alles gemacht? Okay. Ist ein bisschen windig heute, hä? Hepp. Holla. Hey. Super. Ich hab's gut gemacht, Jane. Du auch, hat Spaß gemacht. Ich arbeite ja gerne mit dir zusammen im Garten. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß bei euch im Garten. Könnt es vielleicht auch mit der Familie, mit Freunden, Partnern oder Kindern zusammen genießen, im Garten zu werkeln. Und ihr habt ja gesehen, es gibt jede Menge immer noch zu tun. Der Garten ist ein toller Abenteuerspielplatz, wo man ja, sich immer wieder neu erfinden kann und vor allen Dingen immer wieder neue Sachen ausprobieren kann. Wir würden uns unheimlich freuen, wenn euch dieses Video Spaß gemacht hat, vielleicht ein bisschen motiviert hat, wieder im Garten was Neues zu beginnen oder die Beete weiter zu bestellen. Über einen Daumen nach oben freuen wir uns natürlich auch. Wenn ihr neu seid auf dem Kanal, herzlich willkommen. Hier geht es viel um das Thema Garten und Gemüseanbau. Und wenn ihr ein Abo da lasst und die Glocke aktiviert, verpasst ihr natürlich auch kein Video mehr. Wir wünschen uns allen immer noch genug Regen, einen schönen Herbst, eine schöne Spätsommerzeit. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch mal in die Pilze. Das fände ich ganz besonders schön. Wenn ihr möchtet, schreibt uns gerne in die Kommentare. Das freut uns auch immer sehr. Und wenn ihr Lust habt, jetzt noch ein bisschen Gartengemüsekiosk weiterzuschauen, haben wir natürlich wieder was verlinkt. Einmal hier oben das Video, wie wir Sauerkraut im Glas herstellen. Und hier unten unsere Playlist mit den ganzen Außertipps. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei euch im Garten, auf dem Balkon oder auf der Terrasse oder auf dem Hof. Und sag mal bis zum nächsten Mal.